Und mal wieder ein herzliches Willkommen hier auf dem YouTube-Channel der Vogel Autohäuser. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, die E-Mobilität rückt immer näher mittlerweile. Da möchte ich direkt anknüpfen, Lademöglichkeiten. Da gibt es unzählige mittlerweile und da wollen wir heute mal drauf eingehen. Was gibt es denn für Wallbox-Möglichkeiten und für Services? Das erkläre ich euch jetzt, kurz und knapp, bleibt dran. Fangen wir mal mit Kabel Nummer 1 an, dem Standard-Ladekabel. So eins habe ich hier mal liegen, damit ihr mal sehen könnt, wie das aussieht. Fällt schon auf in Gelb. Das ist gute 5 Meter lang und standardmäßig auf 1,3 kW eingestellt, also vorab im Auto schon. Das wären dann die 6A. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, das hatten wir schon mal gefilmt, im Fahrzeugeinstellungsmenü beim Thema Abfahrtsplan. Da kann man das dann auf bis zu 2,3 kW hochschrauben. Je nachdem, was da die Haushaltssteckdose mitmacht. Und so sehe das dann aus. Der Teil hier kommt ins Auto und der hier in die Steckdose. Ich sage immer, jeder, der einen Föhn daheim anschließen kann, sollte auch kein Problem mit dem Kabel hier haben. Ihr habt keine Lust mehr auf lästigen Kabelsalat daheim. Dafür habe ich auch wieder eine neue Innovation. Ja, der neu eingetroffene sogenannte Flexible Fast Charger. Klingt ziemlich cool und das ist es auch. Denn dieser bietet uns hier die Möglichkeit, drei verschiedene Kabeltypen an diesen Adapter anzuschließen. Ich habe jetzt mal Beispiel 1 hier aufgebaut. Das kommt übrigens in guten 6 Metern Länge, ist wasserdicht und somit auch flexibel einsetzbar. Den Stecker kennen wir ja, der kommt ins Auto. Das führt uns dann direkt zum Adapterteil. Und hier mit einem Handgriff können wir das Ganze rausziehen. So sehe das dann aus. Hier hätten wir jetzt den Haushaltsstecker. Und hätten wir nun entweder den roten oder den blauen Starkstromanschluss mit diesem Ende, können wir das ganz einfach hier gerade einfügen. Das rastet dann hier ein und nun wären wir eigentlich flexibel unterwegs. Kommentiert doch mal eure Meinung. Findet ihr die neue Innovation cool oder denkt ihr eher, braucht man nicht? Würde mich mal interessieren. Mit dem Kabelsalat wären wir soweit durch. Nun führe ich euch mal mit raus und stelle euch die neuen Wallboxen vor. Und auch da, was es da für Variationen gibt, die zum Beispiel auch gefördert werden können oder auch nicht und was die dann für Vor- und Nachteile haben. So sehe das dann indirekt aus, wenn wir den iX3 dazu hätten. Und jetzt schauen wir mal live on stage, wie das dann vonstatten geht. Wie drin so schön angekündigt, jetzt nochmal der Blick auf unsere Ladestation. Und da fangen wir doch mal gleich mit unserer hauseigenen BMW Wallbox an. Die bringt bis zu 22 kW Ladestrom und so sieht das gute Stück aus. Die ist unter anderem wetterfest. Hier am Autohaus haben wir sie jetzt draußen angebracht. Selbstverständlich könnt ihr die auch daheim im Carport oder in der Garage unterbringen. Keine Grenzen sind da gesetzt. Und für diese Wallbox spricht auch der Fakt, dass die eine Ladeanzeige hat. Blau zeigt uns, er ist gerade im Ladevorgang und in grün wäre er fertig. Von außen sehen wir direkt, wie es ums Auto steht. Und ein zweiter wichtiger Punkt, das gute Stück können wir mit unserer MyBMW-App verbinden. Cool oder cool? Ja, allerdings wird die leider nicht gefördert, dafür aber die Shell Motion Box. Die blende ich mal hier oben ein, so sehe das gute Stück dann aus. Die hat auch bis zu 22 kW Ladestrom, die würde dann gefördert werden. Und bei der Wallbox haben wir dann aber wieder den Vorteil, wir können das Kabel gerade rausholen, das kommt ja aus der Box raus und gerade hier unten drin anbringen. Um auch jetzt noch mal kurz auf die Shell Motion Box zuzukommen, das ist ja neuerdings ein Partner bei BMW, da könnt ihr dann separat abrechnen und auch vergleichen, wer wie und wo geladen hat. Nähere Informationen findet ihr unter anderem beim KfW oder auch bei uns. Gerne vorbeikommen, wir beraten euch. Und was machen wir, wenn wir in der Stadt sind und mal öffentlich laden wollen? Da brauchen wir das Ladekabel Mode 3. Auch hier, je nach Lieferumfang, kommt es dann in eurem Plug-in-Hybrid oder im rein elektrischen mit. Das ist gute 5 Meter lang und neuerdings basaltgrau. Ich habe jetzt noch mal ein älteres Möhrchen rausgekramt, aber das tut sich ja nicht viel. Das ladet dann zudem auch mit dreiphasigem Ladestrom mit bis zu 11 kW Ladeleistung. Auch das geht simpel und einfach. Ihr geht an die öffentliche Ladesäule. Das kleine Ende kommt dann in die Säule rein. Ende Nummer 2 ins Auto. Und hier hätten wir dann auch schon unsere BMW Charging Card, die können wir dann gerade dran halten und los geht's. Wenn ihr das auch dann nochmal mit euren mobilen Charging Services verbinden wollt, auch da gibt es hier und da eine kleine Möglichkeit. Da können wir unter anderem auch die Ladezeiten einstellen und checken, welche Ladesäulen auch draußen frei sind. Das i-Tüpfelchen wäre dann das Gleichstromladen. Das finden wir dann an den Raststätten vor, da haben wir auch kein Kabel, weil die sind auch an den großen Säulen dann dran. Da können wir dann unseren rein elektrischen innerhalb von 30 Minuten bis auf 80% vollladen. Coole Sache.
Wir haben euch jetzt mal kurz und knackig sämtliche Varianten gezeigt, was wir da anstellen können. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst Bescheid, kommt vorbei. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine elektrifizierende Zeit.